Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Kinas, heute geht's um Fahrtechnik und Bälle. Ja, der Onkel hat Bälle gesagt. Jeder mag Bälle. Der eine am Fuß, der andere in egal. Wir sind heute am 10.11.19 hier zusammengekommen, um bei sage und schreibe 0 Grad Außentemperatur etwas für unsere Fahrtechnik zu tun. Als Spot haben wir wieder die Zeche Ewald gewählt und heute geht es um die besagten Bälle. Für kleines Geld habe ich bei Decathlon 3 Tennisbälle gekauft. Und mit denen wollen wir heute ein bisschen spielen. Insgesamt haben wir 3 Übungen auf dem Plan, die jeder nachmachen kann, der in der Lage ist, sich einen Tennisball zu besorgen. Und einen Bike-Buddy am Start hat, der mit ihm spielen möchte. Verlieren wir also keine Zeit und fangen direkt mal an. Alles cool. Spiel Nummer 1. Bälle fangen. Ja, das klingt ziemlich trivial, das gebe ich wohl zu, aber wir werden später noch feststellen, das Spiel hat durchaus seine Tücken. Widmen wir uns aber zunächst mal dem Aufbau. Mit den hier gezeigten Hütchen markiert man eine Wegstrecke, welche von den Teilnehmern abgefahren werden muss. Die Markierung dient zur optischen Trennung der Fahrbahn und soll in erster Linie Kollisionen der Teilnehmer vermeiden. Jeder der Teilnehmer erhält nun ein zertifiziertes Spielgerät, umgangssprachlich auch Ball genannt. Die Aufgabe der Teilnehmer definiert sich wie folgt. Die Teilnehmer nähern sich auf unterschiedlichen Fahrbahnen und sorgen gleichzeitig mit einem gezielten Wurf für einen reibungslosen Transfer des Spielgeräts zwischen den Teilnehmern. Ziel der Aufgabe ist nun, die Hand-Augen-Koordination im Zusammenspiel mit dem Gleichgewichtssinn zu verbessern. Und wie anfangs bereits erwähnt, stellt diese relativ triviale Aufgabe sich dann doch irgendwie als Herausforderung dar. Grundlagen sitzen und das Werfen und Fangen mit einer Hand klappt, dann kann man die Übung etwas erschweren, indem man mit der starken Hand wirft und mit der schwächeren Hand fängt. Oder umgekehrt. Das sorgt dann auch gleichzeitig für neue Motivation und Abwechslung. Das bringt Laune und Geschicklichkeit. Kommen wir daher nun zu Spiel Nummer 2. Den Trackstand Staffellauf. Der Aufbau ist eigentlich der gleiche wie beim ersten Spiel auch. Benötigt werden hier aber 3 Fahrer. 2 Fahrer befinden sich in Warteposition. Der eine oben am Track, der andere unten am Track, jeweils im Trackstand. Der dritte ist quasi der Staffelläufer, der den Ball von A nach B bringt. Ob die Fahrer sich nun die Bälle in die Hand drücken oder zuwerfen, das sei jedem selbst überlassen. Mit dem Ballwechsel wechselt auch die Aufgabe des Staffelläufers und derjenige mit dem Ball fährt nur zu einer anderen Position, um den Ball dort wieder abzugeben. Derjenige, der den Ball zuvor übergeben hat, verweilt nun in der Position des anderen und wartet auf sein Gegenüber. Soweit alles klar? Na, dann kann's ja losgehen. We'll be right back.
Kleiner Funfact am Rande, wer meinen Vlog 2019-05 gesehen hat, der hat auch unser Fahrtechniktraining dort gesehen. Dort gab es ja diese Trackstand-Challenge, wo Tobi mir meilenweit überlegen war. Über 17 Sekunden bin ich damals ja mal gar nicht hinausgekommen und heute, wo ich mich nicht auf den Trackstand konzentrieren musste oder nicht darauf konzentriert habe, konnte ich stundenlang darauf warten, dass mir irgendjemand den Ball vorbeibringt. Sogar einhändig, das war letzte Woche mal gar nicht zu erwarten. Aber es ist für mich ein ziemlich gutes Beispiel, das zeigt, dass der Kopf manchmal wirklich nur im Weg steht. Der Körper hat gewisse Funktionen und gewisse Abläufe einfach schon so verinnerlicht, dass wenn man den Kopf nicht mit hinzuzieht, er einfach macht, was er soll. Diese Erkenntnis reduziert sich natürlich nicht nur auf den Trackstand, denn auch alles andere beim Biken sind lediglich Bewegungsabläufe, die der Körper bereits für sich verinnerlicht hat. Droppen, Kurventechnik, Wheelies, Manuals, alles lediglich Bewegungsabläufe, die der Körper für sich gelernt haben muss. Beim nächsten Mal auf dem Trail also wieder mehr singen und den Körper einfach machen lassen. Spiel Nummer 3. Kommen wir somit zu unserem letzten Ballspiel, das ich euch heute vorstellen möchte, und zwar das Bällchen an die Wand werfen. Als Orientierungshilfe positioniert Tobi dieses Hütchen etwas abseits der Wand. Ziel ist es nun, das zertifizierte Sportgerät so zu schmeißen, dass es gegen die Wand prallt und wieder in die Hand des Werfers zurückgleitet. Clevere Leute fahren hinter dem Hütchen entlang, um etwas Abstand von der Wand zu gewinnen. Und Vorsicht, das Sportgerät schlägt zurück. Diese Übung kann man grundsätzlich an so ziemlich jeder Wand durchführen. Achte ein bisschen drauf, dass du den Straßenverkehr nicht störst, um dich nicht selber in Gefahr zu bringen. Und dann steht den munteren Übungswürfen eigentlich auch nichts mehr im Weg. Mitspielen können so viele Leute, wie Tennisbälle vorhanden sind. Und du kannst natürlich noch eine Reihe der Übungen kombinieren. So könnten zwei Kollegen weiter in dem Trackstand warten und der Überbringer des Staffelstabs müsste den Ball erst noch gegen die Wand werfen, bevor er ihn abliefern darf. Deiner Kreativität sind da natürlich keinerlei Grenzen gesetzt. Und es bringt auch ein wenig was. Und jetzt bist du natürlich noch gefragt. Schreib mir doch mal in die Kommentare, welche deine Lieblingsfahrtechnikübungen sind oder ob du unsere Übungen in dein tägliches Training mit aufnehmen wirst. Und wenn der ein oder andere gute Tipp dabei ist, werden wir das sicherlich auch in unsere nächsten Übungen mit einfließen lassen. Take me where you go, when the sun goes down, like a lightning bolt, we will make a sound out in the dark where no city between us. Out of bounds, I can only be free. Out of bounds, if you're waiting for me. Rechts werfen, links fangen. Take me where you go, when the sun goes down, like a lightning bolt, we will make a sound. Out of bounds, I can only be free. Out of bounds, if you're waiting for me. Und so neigt sich ein weiterer amüsanter Tag dem Ende zu. Es hat wieder einmal sehr viel Spaß gemacht, mit den verrückten Vögeln unterwegs zu sein und etwas für die Fahrtechnik zu tun. An dich geht nochmal die Bitte raus, schreib mir was in die Kommentare zum Thema Fahrtechnik. Hast du irgendwelche Übungen für uns, die wir ausprobieren können, oder gibt es irgendwelche Übungen, die du von uns lernen konntest? Lass mir auch ein Like und ein Abo da, denn bald haben wir die 500er Marke geknackt.
Ja, und dann bleibt mir am Ende des Tages nichts anderes über, außer mich bei dir fürs Zuschauen zu bedanken, dir einen wunderschönen Tag zu wünschen und mich mit dem obligatorischen Glück auf bei dir zu verabschieden.